Hallo meine lieben Schützen und willkommen zur Jahreslegung 2022. Es dreht sich alles rund um die Liebe. Ich habe mir was ganz Besonderes für euch einfallen lassen und zwar möchte ich ein ganz bestimmtes Liebesthema raussuchen, was meine lieben Schützen im Jahr 2022 packen wird, was ihr in der Liebe ganz Besonderes erfahren werdet 2022, eine ganz bestimmte Liebesangelegenheit, ein ganz besonderes Erlebnis in der Liebe möchte ich für euch heraus filtern und gerne legen. Ich bin gespannt und freue mich auf die Schützelegung. Welches Liebesereignis wird meine lieben Schützen im Jahr 2022 werdet ihr begegnen, werdet ihr erfahren in puncto Liebe? So, ich möchte zuerst auch ein paar Karten legen. Ich zeige sie euch vielleicht kurz. Das Ziel ist fast erreicht und Anpassung ist gefragt. Okay, ich schaue noch mit dem Krafttier. Immerhin ist es eine Jahreslegung für 2022. Aber ich habe mir gedacht, aufgrund dessen, dass natürlich sich nicht das ganze Jahr jetzt nur rein um die Liebe drehen kann. Natürlich ist mal ein Monat stärker, ein Monat ist jetzt mehr auf die Arbeit fokussiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen so das prägnanteste Liebesereignis im nächsten Jahr heraus für euch und gehen hier tiefer darauf ein. So. Ja, das schaut schon sehr nice aus, würde ich sagen. Bitte noch meine Seelenpartner-Orakelkarte. Ja, die wollte jetzt. Liebe umhüllt dich von allen Seiten. Liebe ist immer und überall da. Gut, ich starte jetzt hier mal. Okay, also das habe ich euch nicht gezeigt hier. Das Kaninchen, jetzt ist eine fruchtbare Zeit hier mit den zwei kleinen Häschen. Die Nummer 27, falls es jemanden interessiert. Hier die Zahl 16. Ja, 7, 8, 9, es ist ja definitiv Wachstum zu sehen, auch von den Zahlen her. Und was mir gleich auch gekommen ist, das Ziel ist fast erreicht, Anpassung ist gefragt. Und mit dieser Karte, es kommt mir hier, dass einige Schützen hier im nächsten Jahr schwanger werden, Kinder bekommen, ihre Familie erweitern, ob jetzt im Sinne einer Patchwork-Familie, im Sinne eben einer Schwangerschaft, hier auch jetzt die fruchtbare Zeit. Das Ziel hier ist fast erreicht, also wenn es euer Ziel war, eine Familie zu gründen, ist es das nächste Jahr wirklich auch mit der 2022 ein gutes Jahr. Anpassung ist gefragt. Natürlich, wenn man schwanger ist, wenn man auch eine Patchwork-Familie hier gründet,
Es verändern sich natürlich die Lebensumstände drastisch, ja, auch für einen Mann, wenn jetzt seine Partnerin schwanger ist, wenn neue Familienmitglieder zusammenkommen, erfordert natürlich immer Anpassung. Aber für euch, liebe Schützen, hier, Liebe umhüllt dich von allen Seiten und Liebe ist immer und überall da. Also es ist schon ein sehr starkes Thema hier auch mit, ja, Familie, ein sehr starkes Familienthema hier, würde ich sagen, für die Schützen. Wenn es euer Thema war, hier jetzt endlich wirklich sesshaft zu werden und hier eine Familie zu gründen. Ja, wir legen hier auf die Liebe ja, ich überlege gerade. Also ich nehme auch wirklich wahr für die Singles auch das Gleiche. Ihr werdet entweder jemanden finden, der vielleicht schon Kinder hat, wie gesagt, Patchwork Family, oder ihr werdet gemeinsam beschließen, eine Familie zu gründen. Es ist hier sehr stark auf Familie. Wie gesagt, Anpassung ist gefragt. Ja, man muss sich natürlich anpassen, auch in gewissen Situationen. Und das ist hier grundsätzlich das, was mir als Erster hier reinkommt. Wir gehen gleich genauer ein in diese Situation. So, bitte, für meine lieben Schützen, was wird die Hauptsituation in der Liebe 2022 bringen? Ja, da kommt schon der Herrscher hier. Und die Königin der Stäbe. Okay, wie gesagt, die Situation kann variieren. Die kann bei dem einen im Frühjahr schon sein, bei dem anderen im Sommer, bei dem anderen im Herbst, im Winter. Und die drei der Stäbe. Optimistische Aussichten hier, ja? Ja, wundervoll. Wundervoll. Mir ist die eine runtergefallen. Liebe Schützen, ich sag's euch kurz. Wir haben hier den Herrscher, die Königin der Stäbe, die drei der Stäbe, den Ritter der Kelche und das Ass der Kelche, ja? Es wird sich hier natürlich um eine Liebesverbindung drehen mit einem Pärchen, eventuell ja, ein sehr feuriges, optimistisches, eventuell auch unternehmerisches Pärchen, wo jemand, einer von beiden oder beide eine Firma haben, ein Unternehmen, auf jeden Fall recht aktiv. Und ja, die beide gemeinsam hier optimistisch in die Zukunft blicken und sich hier zusammentun, ja, in Bezug auf Gefühle und gemeinsames Handeln hier, gemeinsame Zukunftspläne, gemeinsame, ja, eben hier sieht man auch die Anpassung, ja, dass man gemeinsam hier in die Zukunft auch hier blickt und gemeinsam in die Fülle möchte, ja. Vielleicht auch ein bisschen hier, dass die Frau hier etwas das Ruder übernimmt, der Mann hier etwa sein Reich. Ich sehe auch, vielleicht der Mann hat hier eventuell auch eine Firma, ja. Und hier die Frau hier das Zepter in die Hand nimmt in der Beziehung und ja, hier gewisse Anpassung erforderlich ist, auch zum Herrscher. Wie gesagt, einer von beiden, ich
möchte hier nicht sagen, wer, aber einer von beiden hat hier vielleicht schon Kinder. Hier sieht man die Kinder im Hintergrund. Auch wieder. Wie gesagt, einer sollte sich hier etwas mehr anpassen, vielleicht als der andere. Ist natürlich klar, wenn einer vielleicht schon Kinder hat, muss sich natürlich der andere hier etwas mehr anpassen. Aber ich sehe hier, dass diese Person hier überhaupt kein Problem hat und hier optimistisch hier vorwärts geht und hier kein Problem darin sieht, sich hier anzupassen und hier wirklich mitwirkt und mithilft und Liebe umhüllt dich von allen Seiten und hier wirklich gerne hier Teil davon wird und in diese fruchtbare Zeit hier gehen möchte. Ja, also man sieht hier wirklich, wie ihr dann gemeinsam in diese fruchtbare Zeit geht. Ja, also das Ziel ist fast erreicht. Man sieht es, ich lese euch hier noch kurz aus dem Buch vor. Ich schaue schnell, wo ich das habe. Ja, hier. Und zwar ist das der zunehmende Dreiviertelmond. So, jetzt finde ich es nicht. Zunehmende, ah, da ist er, 38. So, entschuldige. Hier. Diese Karte weist dich darauf hin, dass eine Situation zunimmt. Und da haben wir wieder das Zunehmen. Aber ich sehe es eher in eurer Partnerschaft, in eurer Beziehung, in eurer familiären Situation. Im Begriff ist, ihren Höhepunkt zu erreichen. Doch ist kein Hinweis auf einen Schlusspunkt oder ein eindeutiges Ja oder Nein als Antwort. Vielmehr sollst du erfahren, dass vielleicht noch kleine Justierungen erforderlich sein könnten, damit du dein Ziel tatsächlich erreichst. Immerhin bist du auf dem richtigen Weg, was dir Ansporn genug sein sollte. Doch spürst du in der Situation auch eine gewisse Spannung und es ist besser für dich, wenn du nichts forcierst. Ein falscher Zug und die Sache könnte platzen. Damit soll dir nicht etwa Angst gemacht werden. Du musst dir lediglich darüber im Klaren sein, dass die Situation mit einer Zündschnur versehen ist. Triff eine bewusste Entscheidung darüber, wann und ob du sie anzündest. Ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um deine Pläne noch einmal zu überdenken. Erhalte auf dem Weg zu deinem Ziel deinen Schwung aufrecht. Bleib fokussiert. Die Zeit ist günstig, um neue Projekte in Gang zu setzen. Du musst zurückfinden zu gesundheitsförderlichen Gewohnheiten. Der Mond wölbt seinen Bauch bereits weit vor und hat sein volles Kreisrund schon fast erreicht. Jetzt ist der höchste Stand der zunehmenden Phase und deshalb ein äußerst intensiver Abschnitt des Monats erreicht. Gleichgültig, zu welchem Zeitpunkt du diese Karte ziehst, sie ist immer ein Hinweis auf höchste Reifung und die bevorstehende abschließende Geburt. Wie ich sage, ja, schaut es euch bitte gerne 2022 an, wenn ihr in dieser Situation seid. Ich ziehe euch noch einen Rat, aber ich merke hier stark, ihr solltet nicht zu viele Forderungen stellen, ja? Es wird wundervoll werden für euch, aber ihr solltet euch hier wirklich anpassen, auch wie es hier gerade im Text stand, ja? Hier bitte für meine lieben Schützen ein ganz wichtiger Rat in dieser Situation. Bitte ein wichtiger Rat. Hat sich jetzt eine umgedreht? Nein. Ja, es hat sich eine umgedreht. Ich habe es gespürt. Wo ist sie? Ja, dann tun wir weiter. Ah, da. So, bitte ein ganz wichtiger Rat für meine lieben Schützen.
Ja. Hier nochmal der Eremit. Hier das Karma, das ist das Gericht im normalen Rider-Waite und die Herrscherin. Also wir haben hier den Herrscher und die Herrscherin. Also bitte, liebe Schützen, der Rat an euch. Seid hier fair und gerecht und beherrscht eure Energien, bekomme ich hier so rein, beherrscht eure Energien und zwar, es folgt immer der Gedanke, dann das Gefühl, dann die Energien und dann der Körper, ja. Also dann kommen Reaktionen im Körper. Aber wichtig ist zuerst der Gedanke, dann das Gefühl und dann die Energien im Körper. Und wichtig ist, dass ihr das versteht und das auch beherrscht. Nächstes Jahr quasi die Aktion und die Reaktion, wie ihr auf bestimmte Dinge reagiert, die Ursache und die Wirkung versteht im nächsten Jahr. Das soll euer Rat hier sein, ja? Dass gewisse Dinge, die ihr vielleicht erkennt im Außen, eine gewisse Wirkung von bestimmten Ursachen eurer Gedanken und Gefühle sind, ja? Und dass ihr das beherrschen lernt hier. Dann kommt ihr hier auch wirklich in die Fülle, in die fruchtbare Zeit und passt euch hier an, seid hier die Herrscherin eurer eigenen Gefühle und Gedanken und ihr werdet das hier wirklich meistern. Und wir haben ja auch den Eremit und hier die Transformation und dann die zwei der Kelche und dann wird das auch fruchten, ja? So, vielleicht noch ein kleines Liebeskärtchen. Zu dieser wundervollen Jahreslegung. Ja, lass los, du hältst schon viel zu lange an der Sache fest. Es wird Zeit für einen Neuanfang. Spring ins Abenteuer und lass dir frischen Wind um die Nase wehen. Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Absolut richtig hier, ja. Genau um das geht's hier auch, ja. Vielleicht wird alles leichter. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt und mit ein wenig Abstand wirst du ganz anders über die Sache denken. Manchmal ist von etwas Abstand nehmen auch ein Schritt nach vorne. Gut, liebe Schützen, das ist die Jahreslegung für 2022. Eine große Liebessituation für euch. Schaut sie euch gerne an, wenn ihr in dieser Situation seid. Und ansonsten möchte ich euch noch sagen, derzeit sind keine privaten Legungen, aber schaut euch gerne meine Arbeit in der Videobeschreibung an. Ich wünsche euch ein wundervolles Jahr 2022. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!